Einen wunderschönen guten Abend. Heute möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie ihr unter Arch Linux den Unity Desktop installiert. Unity kennt ihr vielleicht her von Ubuntu. Das ist bestimmt ein Begriff für euch. Das ist der Standard-Desktop von Ubuntu und ist im Grunde genommen auch ganz nett zu benutzen. Ist nicht jedermanns Geschmackssache, aber ich möchte euch trotzdem ganz gerne mal zeigen, wie ihr diesen Desktop auf Arch Linux zum größten Teil zum Laufen bringt. Das Problem von Unity ist wie gesagt für Ubuntu ausgelegt und man merkt das auch ganz deutlich, dass es so ist. Das sind alles angepasste Pakete für Arch Linux. Wir müssen uns dafür ein extra Repertoire besorgen quasi. Und ja, es hat noch ein paar Bugs, das sage ich gleich schon vorweg. Einen Bug werde ich rauspfuschen, die anderen Bugs könnt ihr vielleicht noch rauspfuschen. Aber man merkt es doch schon, dass es im Grunde genommen nicht für Arch Linux gemacht ist. Es sind jetzt keine Bugs, die das Ganze unbenutzbar machen. Das sind halt ein paar grafische Schönheitsfehler, die im Grunde genommen nicht so gravierend sind, die man bestimmt auch mit einem anderen Design und sowas alles rauskriegen kann. Ja, ich beginne jetzt aber. Ich möchte nicht um den heißen Brei herumschwafeln. Nur noch kurz gesagt, das könnte eventuell für die Leute nützlich sein, die von Ubuntu langsam auf Arch Linux umsteigen möchten und dabei auch noch was lernen wollen. Ich empfehle euch, das Ganze unter einer virtuellen Maschine zu üben, weil alles, was ihr mit Arch Linux übt, übt nicht auf eurem Produktivsystem, sondern übt es in einer virtuellen Maschine. Wenn dann nämlich was schief geht, möchte ich dafür nicht verantwortlich sein. Ja, jetzt beginne ich direkt mal. Ich habe hier VMware mit meinem Arch Linux in der Grundkonfiguration. Wenn ihr noch nicht so weit seid, dann müsst ihr mein altes Video gucken. Da wird euch gezeigt, wie ihr Arch Linux installieren könnt. Das dauert auch nicht so lange, das sind gerade mal 50 Minuten. Und da wird euch halt komplett gezeigt, wie ihr Arch Linux komplett installiert, sauber und ordentlich. Und ihr könnt dann ab dem Punkt beenden, wo ich euch zeige, wie man den GNOME Desktop installieren möchte, dann könnt ihr hier dieses Video angucken oder stattdessen Unity installieren. Ich kann euch nicht empfehlen, das Ganze auf einem Arch zu probieren, wo GNOME schon drauf ist. Ich hatte vorher einige Installationsprobleme mit Abhängigkeiten und so. Es müsste gehen, wenn man ein bisschen kämpft, aber es ist wirklich, wirklich doof. Macht das lieber am besten auf einem Lernsystem oder auf einer GNOME-unabhängigen Umgebung. Ja, jetzt beginne ich aber auch wirklich. Als erstes logge ich mich ein, damit ich Rootrechte kriege, damit ich nicht immer sudo vorhauen muss. Sudo minus i und dann müsst ihr euer Passwort eingeben, aber ich bin jetzt schon root. Jetzt muss ich pacman minus großes S, um Programme zu installieren. Xorg minus server. Xorg minus xinit. Xorg minus utils. Xorg minus Server minus utils xorg minus drivers xorg minus tvm. Oh, jetzt habe ich verschrieben. Tvm xorg minus x clock und x term. Oh, hab mich verschrieben bei Utils. Ohne A dazwischen. So. Einfach mit Enter bestätigen. Das sind ein paar Megabyte, die runtergeladen werden. Das geht aber am Ende noch. Solange stelle ich mich mal auf Pause. So, der ganze Kram wurde installiert. Jetzt möchte ich noch eine kleine Konfiguration vornehmen, um halt ein deutsches Tastatur-Layout zu bekommen. Das mache ich mit nano slash etc x11 xorg.conf.d 20 minus keyboard.conf. So, jetzt muss ich hier ein paar Zeilen rein tippen. Das mache ich mit Section, Leerzeichen, Input, Class, Matches Keyboard mit
Is Keyboard. Das mache ich mit. Yes. Option. Jetzt wird es ein bisschen doof. X. K. B. Layout. Variant Section. So, nochmal kontrollieren. Sollte alles stimmen. Wird gespeichert mit Steuerung O und dann Steuerung X. Und schon geht das weiter. Jetzt können wir uns auch wirklich mit dem Arch Linux-Teil, was wir schon mit dem Unity-Teil beschäftigen. Das Grundgerüst haben wir jetzt gebastelt. Jetzt müssen wir einmal unsere pacman.conf, das machen wir ebenfalls wieder mit Nano, etc. pacman.conf. Da gehen wir einmal ganz nach unten. Machen ein kleines Symbol, so eine Raute kennt ihr ja vielleicht vom Telefon und geben da ein Unity, damit wir uns das auch merken können. Jetzt machen wir so eine rechteckige Klammer auf Unity minus for minus arch. Klammer zu. Ups. Natürlich kommt das alles in die Beschreibung, was ihr eingeben müsst. Sig Level ist gleich optional trust all. Jetzt kommt Server ist gleich http Doppelpunkt slash slash dl.dropbox.com slash u slash 4 8 6 6 6 5. Mal kontrollieren. Ja. Repos slash Dollar Repo slash Dollar Arch runter. Wieder eine neue Klammer auf. Unity minus for minus arch minus extra sig level ist gleich optional trust all. Wieder dasselbe so und jetzt wieder Server ist gleich http da slash slash dl. dropbox.com slash u slash 4 8 3 6 5 slash repos slash Dollar Repo slash. Oh, jetzt habe ich mich vertippt. Hier ein Dollar hin, slash Dollar, auch wieder Arch. Nochmal kontrollieren, das ist soweit alles richtig. Ja, okay, das muss immer schon kontrolliert werden und das dann mit speichern und dann beenden. Jetzt müssen wir das einmal aktualisieren, unsere Paketlisten. Pacman-S Y. Nee, S, ja doch, S, Y, U. Unity for Arch. Und es gibt nichts zu tun. Ja, das hat alles gut geklappt.
Und jetzt müssen wir was eingeben. Das wird auch wieder ein bisschen doof. Da müsst ihr auch wieder genau hinhören. Oder es einfach aus der Beschreibung zu kopieren. Oder es einfach aus der Beschreibung kopieren. Das ist jetzt Pac-Man. Um das Ganze zu installieren, versteht sich. Minus S. Dollar. Klammer auf. So eine normale Klammer. Pac-Man. Minus großes S. Kleines L. Kleines Q. Unity minus for minus arch Klammer zu. So, jetzt werden hier einige Megabyte heruntergeladen. 238,45 Megabyte. So, das wird eine Weile dauern. Solange stelle ich euch einfach mal auf Pause. Bis gleich. So, das hätten wir jetzt an sich geschafft. Jetzt müssen wir noch die Extras installieren. Das machen wir ganz ähnlich. Wir gehen einfach wieder mit der Pfeiltaste einen Befehl nach oben und fügen hier hinter das Arch einfach nochmal extra hinzu und er installiert mir die Extras. Das mache ich einmal. Jetzt fragt er mich hier für libx. Da nehme ich die 1. Hier kommt Phonon. Dann nehme ich auch mal die 1. Das machen wir mit ja. Ja. So. Und ja. Also Konflikte könnt ihr überspringen. Man braucht auch nicht alles. So, jetzt lädt er sich nochmal 177 Megabyte runter. Entpackt sind das dann 508 Megabyte. Das ist ein halber Gigabyte. Ja, das ist schon wirklich groß, was da rankommt. Das ist schon echt eine Menge. Und ich stelle euch so lange mal wieder auf Pause. So, das wäre jetzt auch installiert. Jetzt müssen wir noch den Anmeldebildschirm aktivieren. Das machen wir mit systemctl enable light dm-ubuntu. Ups. Okay, da habe ich mich geirrt, müssen wir wohl doch nicht machen. Jetzt müssen wir das Ganze mal neu starten mit Reboot. So, jetzt fährt er hoch. Falls ihr euch hier wundert, hier steht Antagos, ist aber Antagos ist Arch Linux. Nur habe ich Antagos genommen, weil es einen grafischen Installer hat und das geht schneller, wenn ich das für ein Video vorbereiten möchte. Ist im Grunde genommen das gleiche, da gibt es kaum Unterschiede. So, mal sehen, ob er das jetzt macht. Weil ich könnte schwören, dass ich das mit System CTL noch eingeben musste. Ja, meine ich ja. So, dann machen wir es nochmal mit sudo pacman-s light dm-ubuntu, um das Ganze nochmal zu installieren. Dauert hier ein bisschen. Oder hat er schon installiert? System Control Enable Light DM-Ubuntu. Oh, ja. Rechte, mache ich nochmal sudo vor. Okay. Dann muss ich nochmal was eintragen. Tut mir leid, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Da habe ich einen klitzekleinen Fehler gemacht. Ach, ich Idiot. Ich habe die XinitRC vergessen. Mann, 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 bin ich ein Idiot. Das mache ich jetzt mit sudo nano slash etc scale slash Punkt xinit rc. So, und da gebe ich jetzt Leerzeichen, Leerzeichen, Ausrufezeichen, ach, Raute, Ausrufezeichen, Leerzeichen,
bin/sh Raute /.xinirc exec light dm -ubuntu. Exec Unity meine ich natürlich. So, speichern. So, system ccl enable light dm. Ah, oh, immer dieses sudo. Ich vergesse immer das sudo. So, geht doch. Mann, da tut mir leid, aber ich ein bisschen durch den Wind mit sudo reboot. Klappt das jetzt auch? Jetzt klappt das auch. Tut mir leid, hätte ich einen kleinen Fehler gemacht. Nicht vergessen, die xinitrc zu schreiben. Manchmal passiert das. Und lightdm heißt das Paket, ja. Ja, man gerät hier bei den Programmen recht schnell durcheinander, weil einige Programme, die hier kamen, heißen tatsächlich mit Ubuntu am Ende. Da bin ich einmal kurz ins Stocken geraten. Tut mir leid, mein Fehler. So. So, jetzt seht ihr schon, ihr braucht gar nicht so zu warten. Diese Textbox hier unter meinem Namen erscheint nicht. Die ist nicht da. Aber, also sie ist da, aber ihr seht sie nicht. Passwort könnt ihr auch eingeben. Wenn ihr jetzt Enter drückt, sieht man sie ganz kurz. Also sie ist da und sie funktioniert auch. Nun, der erste Start dauert ein bisschen, aber er kommt. So, jetzt haben wir unser wunderbares, feines Unity. Scheint mir sogar transparent zu sein, kann das sein? Nee, doch nicht. Hab mich geirrt. Ja. Gut. Ja, jetzt zeige ich euch mal unser Unity unter Arch. Hier haben wir einmal unser Unity-Symbol, kennen wir ja von Ubuntu her, aber hier fällt uns gleich auf, wir haben hier unser Arch Linux-Symbol. Gehe ich mal in die Einstellung. Systemeinstellung. Da haben wir unsere Systemeinstellung. Hier finden wir Informationen. Unity for Arch. Und da seht ihr auch schon, hier haben wir einen kleinen Fehler. Wenn wir hier auf Tastatur klicken, wird der ganze Kram direkt wieder beendet. Und das ist wieder einer meiner Bugs, die ich meinte. Und die werde ich jetzt auch einmal beheben. Ich brauche hier mein Terminal. Das sieht ein bisschen doof aus, aber müsst ihr euch mit anfreunden. Sudo pacman-s gnome-terminal, um ein schönes Terminal zu kriegen. Und gnome-control -center. So. Hoffentlich hieß es auch genau -control-center. Ich habe nämlich jetzt vor, anstatt einfach dem Ubuntu System Einstellungsprogramm einfach mal das von GNOME zu benutzen. Das ist ja im Grunde genommen recht ähnlich. Da gibt es keine großartigen Unterschiede. Sieht ein kleines bisschen anders aus, aber damit kann man echt leben. Also, wie das stört. Ihr könnt das natürlich auch so lassen, denn die Tastatureinstellung brauchte ich bisher ehrlich gesagt noch nicht. Ihr müsst das nicht durchführen. Aber ihr könnt es durchführen, falls euch das stört. Aber ich brauche es definitiv eigentlich nicht. Aber ich mache es trotzdem mal, damit ihr seht, dass man damit auch klarkommt. Ja. Jetzt gebe ich ein. MV. Nee. Sudo. Das Sudo nicht vergessen. Sudo. M. V slash usr bin unity minus control center machen wir usr bin unity minus control center minus bak. So, das haben wir jetzt kopiert. Jetzt öffnen wir mal die GNOME-Einstellung.
Gnome. So, das dauert ein bisschen beim Laden. Jetzt sehen wir hier, sind die Einstellungen schon ein bisschen umfangreicher und man sieht auch, dass es gar nicht so die richtigen von Ubuntu sind. Hier haben wir auch unser Suchsymbol. Und unter den Details steht hier auch GNOME. Ist aber, Mann, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht tragisch. Also damit kann ich leben. Hier komme ich jetzt auch in die Tastatur rein. Ja. Ja, das klappt jetzt auch. Gut. Das können wir jetzt schließen. Wenn wir jetzt hier oben reingehen, kommen wir direkt in die GNOME-Einstellung. Ja, das hier können wir noch einmal rausnehmen, auch Start entfernen. Einstellungen ziehen wir hier rein. Das hat soweit auch geklappt. Wie wir sehen, ich zeige es euch nochmal. Sieht nicht alles so richtig gut aus, wie wir sehen. Hier haben wir so kleine Ecken. Sieht man wahrscheinlich hier nicht. Aber es hat doch noch ein paar Grafikbugs. Wir haben unsere Hintergrundbilder. Das ist jetzt natürlich auch das Menü von GNOME. Ihr müsst das nicht ändern. Ihr könnt den Schritt weglassen, falls ihr das mit der, was euch das mit der Tastatur nicht stört, aber ich habe es geändert. Was mich schon ein bisschen gestört hat. Die Grafik hier ist jetzt nicht so sonderlich 3D. Liegt einfach daran, dass ich noch nicht die richtigen Treiber drin habe. Ihr könnt natürlich auch eure schönen Grafiktreiber installieren. Und dann klappt das auch. Ja. Das wäre es in meinem Video, für mein Video eigentlich schon. Jetzt habt ihr Unity. Falls ihr nochmal in die anderen Einstellungen müsst, wie jetzt zum Beispiel, möchte ich das nochmal, startet ihr einfach mal das Terminal, gibt ihr Unity minus Control Center das Bug, dann bekommt ihr noch so ein paar Notfallmenüs, braucht ihr aber eigentlich nicht. Ja. So, denn der Nachteil hier ist jetzt, dass mir hier die Einstellungen auch teilweise beschädigt sind. Aber so Sprache und sowas, das ist jetzt alles da, falls wir das brauchen. Ja, man kann das natürlich auch alles wieder zurückändern. Mit sudo mv Unity Control Center. Ups. Zum normalen Unity Control Center. Schon haben wir es wieder zurückgeändert. Mal sehen, ob das so geklappt hat. Ja, jetzt haben wir das normale Unity Control Center wieder. Also so kann man das durchtauschen, je nachdem, was einem denn lieber ist. Ich habe gerade gemerkt, mir fehlen hier diese großartigen Erscheinungen, damit ich auch meine Arbeitsflächen aktivieren kann. Das fehlte mir gerade im anderen Dialog, da hatte ich nicht dran gedacht. Aber ihr könnt das natürlich so durchtauschen, falls ihr unbedingt in die Tastatureinstellung müsst. Ist aber an sich ganz nett. Unity auf Arch Linux. Nicht perfekt, wie gesagt. Jetzt habe ich daraus wieder so eine halbe Stunde Video gemacht. Aber naja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Die meisten Links und wichtige Inhalte kommen in die Beschreibung. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.